So, die heutige Klimakonferenz in Doha wollte ich mal zum Anlass nehmen, um eine schon etwas ältere Idee von mir zu präsentieren, und zwar die Reducer-Bewegung. Wie ihr vielleicht alle wisst, sind die CO2-Emissionen von 1997 bis 2011 von 24 Milliarden Tonnen pro Jahr auf 34 Milliarden Tonnen pro Jahr gestiegen. Wir müssen allerdings alle runter, unter 9 Milliarden Tonnen pro Jahr. Und wenn die Entwicklungsländer und Schwellenländer weiter so wachsen und wir nicht bereit sind, uns einzuschränken, dann wird das alles nicht klappen. Und das wissen wir ja auch alle schon seit langem. Und so hatten im letzten Jahr eine Freundin und ich mir überlegt, hey, wie schafft man es, Menschen dazu zu bringen, ihr Verhalten so zu ändern, dass sie langfristig weniger verbrauchen, weniger besitzen, damit eine bessere Klimabilanz haben, aber nicht immer sozusagen unter dem Damoklesschwert des Weltunterganges, sondern wie macht man daraus eine coole Bewegung? Wie macht man daraus einen Lifestyle, mit weniger mehr zu schaffen? Und im Prinzip ist es gar nicht so schwierig, weil wir alle, gerade in der westlichen Gesellschaft, ersticken ja manchmal zum Teil in unserem Krempel, haben Dinge, die wir gar nicht brauchen, haben billigen Schrott, den wir uns irgendwann mal meinten, holen zu müssen, der uns jetzt eigentlich nur noch belastet. Und so ist eben diese Reducer-Idee vor allen Dingen eine Lifestyle-Entwicklung, Ideen zusammenzutragen, wie man mit weniger mehr schaffen kann, mehr an Glück, mehr an Lebenszeit und sich dabei einfach von seinem Krempel sozusagen entlastet. Und so steht unten auch das Zitat von Epikur: By pleasure we mean the absence of trouble in the soul. Und dann wollten wir einfach mal zusammentragen, okay, welche Ideen haben wir denn sozusagen, ein Minimum an Dingen zusammenzustellen, mit denen man auch in der westlichen Welt leben kann. Und das haben wir dann unterteilt in drei Bereiche. Und zwar einmal, wie ist unser Kaufverhalten, wie ist unser Essverhalten? Und was ist eigentlich Teil unseres Lifestyles? Und klar, es ist halt so, dass wir eben dazu erzogen worden sind, alles Mögliche haben zu wollen. Aber diese neue Bewegung muss eben eher so sein: Hast du nichts, bist du wer. So war auch mein Artikel im Spiegel. Und es geht darum, jetzt nicht moderne Entwicklung zu verteufeln oder technischen Fortschritt abzulehnen, ganz im Gegenteil. Es geht darum, aber den technischen Fortschritt da zu nutzen, wo er jetzt nicht einfach irgendwie eine neue Nachfrage generiert, sondern wo er wirklich einem hilft, effizienter zu leben. Denn die meisten Dinge verbrauchen ja den meisten CO2 oder die meiste Energie nicht im Gebrauch, sondern vor allen Dingen in der Produktion. Und dann ging es eben darum, okay, den ersten Wert zu schaffen, an dem man sich orientieren sollte, und zwar: Qualität ist besser als Quantität. Und zwar, dass es eigentlich in der Regel sich lohnt, ein bisschen mehr in ein langlebiges Produkt zu investieren. Es muss nicht immer unbedingt teurer sein, es gibt auch gute Produkte, die kosten weniger. Aber in der Regel ist es halt schon, dass man für minimal mehr Geld am Anfang über die Lebensdauer erheblich mehr rausholen kann. Das kann für einen Computer gelten, das kann für eine Waschmaschine gelten, für einen Kühlschrank. Das sind diese Geräte, die man sich einmal alle 10 Jahre kauft und dann manchmal vielleicht zu so knauserig ist und dann 50 Euro spart, obwohl es über die lange Dauer einen großen Unterschied gemacht hätte. Das nächste ist, dass weniger oder dass mehr weniger ist. Und zwar zum Beispiel haben viele Dinge dreimal, zum Beispiel irgendeine billige Kamera hier, dann die gleiche Kamera dann nochmal in Gelb und so, und dann nochmal eine kaputte Kamera. Wo es dann einfach besser gewesen wäre, sich zum Beispiel eine gute Kamera zu holen, auf die man dann auch aufpasst. Und die zweite Möglichkeit ist, sich Universalgeräte zu holen. Also zum Beispiel, man braucht heute eigentlich keinen Taschenrechner, man braucht keinen Kalender mehr, man braucht keinen Wecker, man braucht auch nicht unbedingt eine Foto- oder eine Videokamera oder einen MP3-Player. Weil all das kann heute ein modernes Smartphone auch. Man muss sich dann eben auch nur dazu so ein bisschen zwingen, dann diese Möglichkeiten dieses einen Gerätes zu holen und zu nutzen. Aber so kann man eben immense Skaleneffekte aus einem Gerät
rauszuholen, ohne dabei eben 12 andere Dinge zu konsumieren, die für sich selbst genommen wieder jede Menge Energie und CO2 kosten. Der dritte Vorschlag, den wir hatten, war, dass man die Dinge wieder mehr reparieren sollte. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, aber häufig macht es halt Sinn, viele Dinge auch nochmal zu reparieren oder alte Anziehsachen zum Schneider zu bringen, um die da aufbessern zu lassen. Ich zum Beispiel habe mehrmals sämtliche Hosen und Kleidungsstücke von mir über Jahre zum Schneider gebracht, um sie flicken zu lassen. Und so haben sie mal eben 3-4 Jahre länger gehalten. Jetzt hatte ich mir eine Menge Geld gespart, sondern hat mir auch den Einkauf neuer Dinge erspart. Und so ist es halt bei vielen Dingen, dass wir halt es verlernt haben, erstmal nachzufragen, hey, was kostet denn überhaupt die Reparatur? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Bevor man dann eben immer gleich das nächstbeste Neue kauft. Eine andere Möglichkeit, die noch viel zu wenig genutzt wird, ist, dass man heutzutage Dinge ganz leicht wiederverkaufen kann. Alles kann wiederverkauft werden. Wirklich alles. Also gerade über eBay Kleinanzeigen, wo man kostenlose Anzeigen machen kann mit 12 Fotos, habe ich Dinge verkauft, wo ich gedacht hätte, das kannst du eigentlich nur noch wegschmeißen. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil man einfach gedacht hat, hey, das ist so wenig wert, wer sucht denn nach sowas im Internet? Aber tatsächlich, selbst kleinste Gegenstände werden gesucht und solange der Versand günstiger ist, als es neu zu kaufen, kaufen gerne Menschen gerne das Gebrauchte. Das spart natürlich die gesamte neue Produktion. Das bringt dem einen, das spart demjenigen, der den Gegenstand sucht, Geld. Das spart demjenigen, der es verkauft, Geld, nämlich er kriegt was Neues. Und es spart der gesamten Gesellschaft einfach unglaublich viele Ressourcen. Denn letzten Endes ist das Wiederverkaufen und Neunutzen von gebrauchten Dingen das beste Recycling, das es gibt. Aber das Internet hat noch jede Menge andere Möglichkeiten, wo man viel effizienter sein könnte, indem man zum Beispiel auch solche Services richtig nutzt, dass man dezentral hier seine Pakete abgeben kann, indem man Online-Banking betreibt, indem ich mir alle Kontoauszüge selbst abholt. Ganz viele Dinge, wo wir noch einsparen können, zum Beispiel, wenn wir endlich nur noch digital bezahlen, dass man diese ganze Bankautomateninfrastruktur nicht mehr braucht, Zeitungen sich digital besorgt, sodass sie nicht mehr verschickt werden müssen per Post und allem drum und dran. Da stecken ja riesige Apparate dahinter, die sehr effizient sind, aber eben trotzdem noch effizienter wären, wenn man sie digital gestalten würde. Und hier natürlich dann auch immer ist es eine Nachfragesache. Wenn die Menschen nachfragen, dass das eben digital in Zukunft geschehen soll, dann werden eben die Parallelstrukturen zwischen analogem Vertrieb und digitalen Vertrieb langsam abgebaut werden, zugunsten der digitalen Strukturen. Und die sind eben erheblich effizienter, schneller und ökologischer. Ein ganz großer Punkt ist natürlich das Essverhalten, ja, dass man gewisst, was du isst. Und hier als Tipp sozusagen hat man uns überlegt, hey, warum trinken wir eigentlich noch was anderes als Leitungswasser? Die meisten Sprudelwasser sind eh schlechter reguliert, weil es eben Genussmittel sind und keine Lebensmittel. Und Leitungswasser gibt es fast überall kostenlos. Die Qualität in Deutschland ist hervorragend gut. Und man hat den ganzen CO2-Verbrauch nicht mit Verpackung, Vermarktung und nachher Recycling der Plastikflaschen. Eine weitere lustige Idee, die wir hatten, war, den Tagesrhythmus dem Sonnenlicht anzupassen. Wir haben ja sozusagen in unserer Gesellschaft den sozialen Jetlag. Ja, irgendwie beginnt das ganze Leben erst immer dann, wenn die Sonne untergegangen ist. Natürlich in eher unnatürlicher Zustand für uns als Menschen, die wir doch unser Leben lang eigentlich uns immer der Sonne nach ausrichten mussten. Und so wäre es durchaus sinnvoll, vielleicht auch seinen eigenen Tagesrhythmus eher dem Sonnenaufgang und dem Sonnenuntergang anzupassen. Nicht nur, weil ein Tageslicht erheblich mehr erfreut, also es hat Auswirkungen auf den Gemütszustand, sondern weil es eben auch, ja, ökologisch und ökonomisch effizienter ist, anstatt sich eben ganze Zeit künstlichen Lichtes zu bedienen. Dann als letztes natürlich Ordnung. Ja, jetzt nicht Ordnung als Selbstzweck oder im militärischen Sinne, aber wenn man einfach übersichtlich und ordentlich agiert,
dann gehen weniger Dinge kaputt, übersieht man weniger Dinge, man hat die Dinge schneller griffbereit, man ist schneller fertig mit den Dingen, die man machen muss und hat mehr Zeit für die Dinge, die man machen möchte. Wenn man Dinge pflegt, wenn man sie rechtzeitig repariert, bevor sie so kaputt sind, dass man sie nicht mehr reparieren kann, all das sind so Dinge, mit denen man für sich selbst viel Zeit und Geld sparen kann, aber eben auch für die Gesellschaft letzten Endes dafür sorgt, dass weniger produziert und vermarktet werden muss. Eine andere Möglichkeit ist auch, alles zu digitalisieren, was man hat. Ich habe das zum Beispiel mal gemacht. Hier auf der rechten Seite sieht man eben die Aktenordner, die ich vorher hatte. Die waren auch alle gut gefüllt. Und dann bin ich die halt mal alle durchgegangen, habe geguckt, okay, was brauchst du davon wirklich noch? Und was reicht auch als digitale Kopie? Und habe ich das alles eingescannt und letzten Endes blieb dann nur noch ein Aktenordner an wirklichen Dokumenten, die man im Original aufbewahren muss. Und der Rest wurde jetzt digitalisiert, in PDFs zusammengefasst, ist jederzeit mit mir unterwegs, ganz egal, wo ich auf der Welt bin. Und selbst wenn ich mal umziehen wollte, dann brauche ich nicht mehr 12 Aktenordner umzuschleppen, sondern brauche nur noch einen. Und ja, all das sind so Beispiele, wo man eben durch radikales Aussortieren plötzlich erstmal merkt, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Was könnte ich nicht auch verkaufen? Und dann am Ende auch einfach mehr Platz und Raum für die Dinge hat, die man wirklich braucht, mag und möchte. Zu guter Letzt hatten wir uns dann auch überlegt, hey, wie würde denn so ein Minimumhaushalt aussehen? Sowohl für Männer wie auch Frauen. Was sind so Gegenstände, die man im täglichen Alltag braucht? Das ist natürlich nicht allgemein so verallgemeinerbar, aber es war einfach mal so ein Gedankenexperiment. Und dann haben wir uns überlegt, okay, man braucht auf jeden Fall ein Bett, einen Stuhl, einen Schreibtisch, man braucht natürlich Bettwäsche, 3 Lampen vielleicht, einen Computer braucht man, einen Fernseher braucht man nicht, ja, zum Beispiel, das würde da nicht reinfallen. Ich habe auch nie einen Fernseher besessen, ich habe immer alles am Computer gemacht, nie eine Stereoanlage besessen, alles kann man heute alles in einem Gerät zusammenfassen, nämlich dem Laptop oder Computer. Dann braucht man, ja, eigentlich braucht man heutzutage gar nicht mehr so viel. Und dazu hat man uns halt überlegt, okay, jeder kann sich halt noch so einen Joker nehmen, für so Gegenstände. Und wir wollten eigentlich dieses Minimum schaffen, um dann an einem selbst zu sehen, okay, das wäre so ein Minimum, mit dem würde ich auch überleben, käme ich klar. Und wie viel habe ich eigentlich wirklich? Und dann einfach mal den krassen Kontrast zu sehen zwischen dem, was man selbst hat und zwischen dem, was man eigentlich bräuchte, um immer noch gut klarzukommen. Und dann eben auch zu merken, okay, eigentlich habe ich viel zu viel und sich dann so ein bisschen zu motivieren, jetzt sortiere ich mal aus, jetzt verkaufe ich die Dinge, die ich nicht brauche und fokussiere mich auf die Dinge, die ich brauche. Und natürlich auch durch die Fortbewegung kann man einiges verändern, gerade in der heutigen Zeit, wo man durch Smartphones ja jederzeit sehen kann, wo der nächste Nahverkehr losfährt, wie die Verbindungen sind, ist der Nahverkehr unglaublich aufgewertet worden. Ich habe jetzt selbst in der politischen Tour 150 Tage lang 27.000 Kilometer nichts anderes gemacht, als nur Nahverkehr genutzt, also wirklich von Ort zu Ort, zu Fuß, in den Bus, in die Bahn, dann wieder in die Straßenbahn und in den Bus und dann direkt so nah wie möglich. Es geht, ja, das ist alles möglich heutzutage. Und auch für die kleinen Strecken kann man mit Fahrrad und Anhänger fürs Fahrrad einkaufen. Alles ist möglich. Uns fehlt nur noch so ein bisschen auch die mentale Bereitschaft, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Ein Auto braucht man im Prinzip, wenn man jetzt nicht gerade weit auf dem Land wohnt, heutzutage kaum bis gar nicht. Alles kann anders organisiert werden und dementsprechend würde das ein echter Reducer natürlich dann auch machen. Und hinter der ganzen Reducer-Idee steht natürlich auch eine makroökonomische Überlegung. Und zwar, als ich damals in Makroökonomie 1 saß, wurde halt dieses Solow-Modell vorgestellt, das eben sagt, okay,
Der Stand oder der Wohlstand einer Gesellschaft bemisst sich da, wo eben der Output sich mit den Abschreibungen, also mit dem Verschleiß pro Jahr trifft. Ist ja irgendwie klar, ja, jedes Jahr gehen Dinge kaputt, ja. Jedes Jahr müssen diese Dinge neu produziert werden. Und da, wo es die Gesellschaft eben schafft, genauso viel neu zu produzieren, wie jedes Jahr kaputt geht, da erreicht sie sozusagen ihren Status quo, ihren maximalen Lebensstandard. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dann nach diesem Modell den Lebensstandard zu erhöhen. Das eine ist einfach, indem man die Produktion steigert, ja, noch mehr produziert. Oder, das war die andere Möglichkeit, auf die wird in der Vorlesung gar nicht so sehr hingewiesen, wenn man das meistens als fest ansieht, man kann einfach die Abschreibung senken. Man kann den Verschleiß reduzieren. Man kann vielleicht mit seinen Dingen, die man hat, ordentlicher umgehen, die mehr pflegen und damit auch ein höheres Wohlstandsniveau erreichen. Und damit man das schafft, ja, damit man das schafft, kann man eben auch sagen, okay, wir müssen in indigenes Wachstum investieren. Wir müssen sowohl den technischen Fortschritt stärker nutzen, als auch die Menschen so bilden, dass sie eben mehr aus ihren Fähigkeiten und ihren Möglichkeiten machen können. Wer selbst eben nähen kann, wer selbst gut kochen kann, wer selbst Dinge reparieren kann, wer kreativ aus bestimmten Dingen was ganz Neues, Tolles machen kann. Ja. Der schafft Mehrwert. Der ist zwar nicht so direkt im Geld messbar, er würde dann aber messbar, wenn man stattdessen dafür andere Leute bezahlen müsste, damit sie das für einen tun. Und so kann eben auch eine Gesellschaft, wo Leute jetzt nicht unbedingt alles Mögliche nachfragen, aber sehr viel für sich selbst erzeugen können, eine sehr reiche Gesellschaft sein. Und das ist eben so auch der letzte Grundgedanke dieser ganzen Reducer-Bewegung. Man reduziert sich nicht in den Möglichkeiten, sondern in den Mitteln, die man nutzt, um diese Möglichkeiten zu leben und für sich eben zu gestalten. Denn wenn man eben diese Fähigkeiten mit sich bringt, mit wenig Mitteln viel erreichen zu können, dann lebt man durchaus auf einem sehr hohen Niveau. Und das ist die ganze Reducer-Idee. Ich hoffe, da waren ein paar anregende Sachen dabei. Die ganze PDF kann man sich auch runterladen. Und letzten Endes ist es so ein erster Gedankenanstoß, weil eines müssen wir, glaube ich, alle einsehen. Wenn wir wirklich es schaffen wollen mit dem Klimawandel, und wir müssen das schaffen, dass wir da die Wende hinkriegen und den Klimawandel sozusagen umkehren, dann werden wir uns einschränken müssen, aber eben nicht unbedingt in den Möglichkeiten und in dem Glück in unserem Leben, sondern vor allen Dingen in dem Schrott an Gegenständen, die uns meistens im Alltag mehr belasten, als sie uns nützen. Und ich freue mich natürlich gerne über Feedback, ich freue mich über weitere kreative Ideen, denn wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, um die Wende zum Verzicht zu schaffen, und hoffentlich ist das ein erster Anstoß dazu. Dankeschön.